Hallo, ich bin Andreas. Heute möchte ich mal ein Video machen. Ich nenne es aus dem Leben gegriffen. Und zwar berichte ich über ein paar Erlebnisse, die etwas anders sind als das, was man alltäglich hört. Ich berichte über das, was mir in den letzten 5 Jahren widerfahren ist, seitdem ich in diesem Haus lebe. Okay, Musik lasse ich weg bei diesem Video, weil ich nicht möchte, dass mir immer irgendwelche Leute kommen mit Urheberrecht und sie haben dann das Recht, mein Video zu manipulieren oder Geld damit zu machen oder so etwas. Wenn ich noch Musik mache, dann ist es etwas, dass ich selber Flöte oder etwas Gitarre spiele oder so. Vielleicht ist das Video etwas leise. Ich habe es immer auf maximale Lautstärke, aber oft ist der Ton leiser. Da muss man es halt einfach lauter stellen. Okay? So, ich setze jetzt mal meinen Hut auf. Okidoki. Also, einige Erlebnisse, die ich hier hatte, die merkwürdig sind. Das erste Merkwürdige, das war, dass ich aus einem etwa 1 Meter, 1,20 Meter hohen Bett gefallen sein soll. Es war so, dass ich aufwache aus einer Ohnmacht. Ich liege auf dem blanken, harten Fußboden, öffne die Augen und blicke unter das Bett. Ich lag also zum Bett gewandt mit dem Gesicht auf der Seite und wunderte mich, rätselte, was los ist, ob ich träume, ob es die Wirklichkeit ist oder was geschehen ist. Bis ich realisiert habe, dass ich ohnmächtig war. Ich frage mich, wie kann es sein? Es hat etwa 1 Stunde gedauert, ehe ich am Telefon zu dem Telefon robben konnte und den Notarzt rufen konnte. Ich bin ins Krankenhaus gebracht worden, geröntgt worden, man hat Rippenprellung festgestellt und ich hatte mehrere Schürfwunden und Prellungen und blaue Flecken, die ich dem Arzt erklären sollte, das konnte ich aber nicht. Er fragte, was ist geschehen? Ich sagte, ich weiß es nicht, es fühlt sich so an, als hätten mich mehrere Leute zusammengeschlagen und dann auf den Fußboden geworfen. Anders kann ich es mir nicht erklären. Ich bin nüchtern gewesen, ich hatte nichts getrunken, ich hatte keinerlei Träume, dass ich beim Traum aus dem Bett gefallen sein soll und dann direkt auf das Gesicht und auf die Brust und aus 1 Meter Höhe mit den Verletzungen, das ist schon etwas sonderbar. Okay, das ist die eine Sache, ich hatte mehrere Monate lang Schmerz in der Brust durch die Rippenprellung. Okay, abgehakt. Jetzt kommt ein Unfall, eine Autofahrt, die ich gemeinsam mit meiner Freundin hatte. Wir hatten ein Haus besichtigt, beziehungsweise ein Grundstück und fahren zwischen 2 Ortschaften. Plötzlich wird das Auto schneller und vor uns erscheint ein Kreisverkehr, bei dem man nur links abbiegen oder rechts abbiegen kann oder wieder zurück auf diese Spur. Auf jeden Fall muss man diesen Bogen fahren, den man mit maximal 20 oder 30 km/h fährt, nicht schneller. Und ich blicke zu meiner Freundin, die auf dem Beifahrersitz sitzt und sehe sie voller Erstaunen und auch Entsetzen da sitzen. Und irgendetwas drückt mein Bein runter auf den Gaspedal, den Fuß. Ich versuche, den Fuß zurückzunehmen, es geht aber nicht. Ich kann mein Bein nicht anheben und dann weiß ich, es ist etwas im Auto, das durch seine Energie mein Bein herunterdrückt. Wir werden immer schneller. Ich kann nicht diesen Bogen fahren im Kreisverkehr, ohne dass sich das Auto überschlägt. Ich kann überhaupt nicht abbiegen, ohne dass sich das Auto überschlägt. Ich kann nicht bremsen, ich kriege den Fuß nicht vom Gaspedal. Und erstmal ist man auch entsetzt und geschockt und irritiert, weil man sich das nicht erklären kann und man hat keinerlei Macht mehr über das Auto. Man ist der Technik und dem Geschehen ausgeliefert. Okay, wir fahren geradeaus durch den Kreisverkehr, auch durch die innere Insel, über ein Stück Rasen oder Wiese und dann in Richtung einer oben führenden Autobahn,
von der ein Hang runterführt auf das Grundstück. Und wir fahren sozusagen mit Vollgas in dieses Grundstück, in diesen Hügel hinein. Totalschaden am Auto. Und ich habe vor ein paar Tagen Gisela in einem Telefonat gesagt, dass ich oft dieses Bild vor mir habe, wie ich sie auf der Seite sitzen sehe. Und wir haben erleben diese Kamikaze-Fahrt. Und ich sage ihr, es waren Engel da und es ist nichts geschehen. Und ich weiß, dass wir von Engel begleitet sind. Immer sind wir von Engeln begleitet. Sie sind da und sie waren auch da an dem Tag und haben aufgepasst. Und sie antwortete mir. Und ich habe mich noch gewundert, wieso ich plötzlich oben auf dem Hügel sitze und ich schaue runter und sehe dich unten neben dem Auto liegen. Und da wusste ich, ja, sie glaubt auch an Engel und an das Geschehen. Und sie hat mir auch vor ein paar Wochen geschildert, dass sie mein Engel ist. Mir das als Kommentar geschrieben zu einem Posting. Okay, das war die zweite Sache. Die dritte Sache ist so, dass ich auf einem Edeka-Parkplatz stehe mit meinem Einkaufswagen. Am Heck meines Autos habe den Kofferraum geöffnet und packe den Einkauf aus dem Einkaufswagen in den Kofferraum. Der Handgriff ist hier an meinem Rücken sozusagen und gegenüber vom Parkplatz fährt eine Frau, ältere Frau mit einem neuen, relativ neuen Auto mit ziemlich hoher Geschwindigkeit rückwärts aus der Parklücke, kracht in meinen Einkaufswagen und quetscht mich ein zwischen Einkaufswagen und diesem Griff und dem Kofferraum. Und ich schreie nur einmal, dann falle ich wie ein Baum um auf die Seite und auch auf den Kopf. Ein Arzt wird geholt, ein Krankenwagen. Ich komme ins Krankenhaus, werde geröntgt. Es ist Gott sei Dank nicht viel passiert. Ich habe halt ein paar Prellungen. Es blutet an manchen Stellen von diesem Sturz. Ein paar Tage später steht die Polizei an meiner Tür und fragt mich, ob ich Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung erstatten will, damit ich Schmerzensgeld bekomme, beantragen kann. Und ich sage, nein, das mache ich nicht. Die Frau hat eigentlich keine Schuld. Sie hatte mir erklärt, auf dem Parkplatz, sie hat immer gerufen, wie kann das passieren, wie kann das passieren? Ich habe doch diese Sicherung im Auto. Sie hat sich auf die Rückfahr, wie nennt sich das, Einparkhilfe verlassen, dass das Auto ihr durch ein Funksignal oder Piepen meldet, wenn ein Hindernis da ist. Das hat aber anders reagiert. Das hat mein Einkaufswagen gar nicht realisiert und so ist sie vielleicht mit 20, 30 km/h da hineingekracht. Okay, das ist also das nächste Erlebnis. Das war das dritte, das vierte, das war jetzt am 30. Juni dieses Jahres, dass ich mit unserem Auto, einem Automatik, zwischen zwei Orten fahre. Und plötzlich merke ich, dass das Auto langsam schneller wird, obwohl ich kein Gas gebe. Und dann schaue ich etwas verwundert raus und denke, ja, fahren wir bergunter? Und dann schaue ich so aus der Windschutzscheibe, ob die Straße runterführt. Nein, weil sie ist ebenerdig. Und dann versuche ich, Gas zurückzunehmen. Ich hebe meinen Fuß. Das Auto reagiert aber nicht. Und dann weiß ich, es ist wieder irgendetwas im Auto, wieder diese Energie. Irgendetwas verursacht, dass das Auto schneller wird. Dann schaue ich auf die Straße. Es kommt wieder ein Kreisverkehr, der nicht geradeaus führt. Ich kann ihn aber nicht den Bogen fahren, weil ich viel zu schnell fahre, schon 70 oder 80 km/h. Ich schaue noch auf das Gaspedal. Mein Fuß ist nicht auf dem Gaspedal. Er steht dahinter. Ich kann keinen Schlüssel drehen oder abziehen, weil der Automatikwagen beschleunigt. Der Motor dreht richtig hoch. Und ich kann überhaupt nur etwas machen, wenn ich auf Parken geschaltet habe. Das geht aber nicht bei hochdrehendem Motor. Und das sind doch nur überhaupt wenige Sekunden Zeit, vielleicht 4, 5 Sekunden, wo man überhaupt etwas machen kann. Ich fahre gerade durch den Kreisverkehr durch, wieder durch das Innere durch, ein Stück Wiese, dann kommt eine querführende, befahrene Bundesstraße.
wo ich auch nichts machen kann, ohne dass sich das Auto überschlägt. Ich habe nur gedacht, so, deine letzte Stunde hat geschlagen, Andreas. Dies ist dein Ende, dein letzter Tag. Und dann fahre ich mit dieser hohen Geschwindigkeit geradeaus quer über die Straße. Nichts passiert, keine Kollision mit einem anderen Auto. Es gibt aber auch niemanden, der irgendwo anhält und vielleicht schaut, was ist passiert. Dann fahre ich ein Stück weiter und lande in einem Wald mit relativ jungen Bäumen. Mittendrin. Die Airbags gehen nur so ein Stück auf. Ich bin aber nicht ohnmächtig. Ich knalle auch nicht gegen die Scheibe. Dann versuche ich, die Fahrertür aufzumachen. Sie lässt sich nicht öffnen. Es beginnt aus der Tür zu qualmen. Und ich drücke dagegen. Ich weiß nicht, ich muss raus. Vielleicht explodiert das Auto gleich. Das geht aber nicht, weil mehrere Bäume umgekippt sind und sie liegen quer vor der Tür. Ich bin eingesperrt. Das Auto steht so, liegt so im Wald. Und ich liege hier unten, will raus. Und ich denke, wie kommst du raus? Du musst raus. Und dann rutsche ich auf die andere rechte Seite rüber, also hoch zur Beifahrertür. Die Tür lässt sich Gott sei Dank öffnen. Ich komme raus und dann robbe ich im Bogen um das Haus und denke nur, du musst schnell hier weg, falls das Auto explodiert. Und robbe zu dieser Bundesstraße. Dort stelle ich mich hin, stehe dort vielleicht 10 Minuten, eine Viertelstunde. Es kommen etwa 50 Autos vorbei und ich winke um Hilfe. Ich habe Blut am Gesicht, am Arm, an einem Hemd, am Bein, glaube ich. Es hält kein Auto an. Dann sacke ich zusammen. Und als ich dort unten liege, hebe ich noch einmal die Hand und dann sieht es oder reagiert irgendjemand, kehrt um und ruft Polizei und Notärzte. Die Polizei, die kommt, das höre ich noch, die geht dorthin zu dem Wald, zu dem Auto. Man kann das Auto nicht sehen, dass es in dem Wald ist. Und sie sagen, sie haben so etwas noch niemals gesehen. Und es führt auch gar keine richtig sichtbare Spur dorthin, so als wäre ich geflogen, in den Wald hineingeflogen, diese letzten Meter und dann dort hineingekracht. Okay, ich komme ins Krankenhaus nach Birkenfeld, werde dort gerönt. Jetzt wird festgestellt, dass ich Lendenwirbelbruch habe und das kann dort nicht behandelt werden und komme dann in das Trierer Krankenhaus, die Spezialisten dafür sind. Es wird festgestellt, ich habe einen gebrochenen Lendenwirbel und einen angebrochenen Lendenwirbel und den angebrochenen Lendenwirbel vermutlich schon längere Zeit, vielleicht sogar schon seit Jahren. Dort werde ich operiert. Alles eigentlich ganz super. Ja. Und ich versuche, alle, die mich fragen, die Polizei, die Ärzte, alle, die fragen, ich soll erklären, wie das geschehen konnte. Und ich sage nur, ich kann es nicht erklären. Es ist ein Automatikauto. Es ist von selber immer schneller geworden, immer schneller geworden. Ich habe kein Gas gegeben. Ich hatte kein Alkohol getrunken, vollkommen nüchtern, keine Medikamente. Ich war absolut wach. Ich war auf dem Weg eigentlich zu einer Sparkasse und ich wollte dort Geld auf mein Konto einbezahlen. Also ich hatte auch keine Depression oder irgendetwas blöde Gedanken, sondern im Gegenteil. Ich hatte mich gefreut, habe gedacht, super, ich kann etwas Geld auf mein Konto einbezahlen. Ja, das sind diese Erlebnisse, Leute. Und ich weiß, seitdem ich in diesem Haus wohne, dass es diese Energien hier gibt. Die Vormieterin, die hier gelebt hat, 20 Jahre hatte immer Angst, in diesem Haus zu sein, hat sich nicht gerne hier aufgehalten. Als ich das Bild von dem Gekreuzigten das erste Mal sah, das hing ja schon an der Wand. Und ich habe mich selber darin erkannt, weil es einem Bild entspricht, wie ich 1977 aussah, einem Foto. Da wusste ich, habe ich nur gedacht, ja, das bist du. Das Thema heißt Wiedergeburt. Du musst noch einmal durch alles Leid hindurch. Dieses Bild dort hinten. Und das heißt, je mehr ich von diesen Schmerzen erlebe, desto mehr nähere ich mich dem Christus-Dasein und verbinde mich mit ihm und werde selber zu Christus oder wie Christus. Das ist mir klar.
Es ist mir klar, dass alles, was ich hier sage und mache, aufgezeichnet wird. Es wird auch aufgezeichnet von dem Nebenhaus dort, was ich jetzt hier als Video mache. Das wird alles mit abgezeichnet sozusagen. Alles, was ich schreibe, denke, was ich poste, ist kontrolliert. Und ich will euch einfach nur sagen, ja, dieses alles geschieht. Es ist anders als die Nachricht und die Verdummungsnachrichten, die man jeden Tag hört. Es geschieht so viel mehr. Es gibt Engel hier, es gibt Engel in Menschengestalt hier. Wir sind gemeinsam mit Engeln hier auf der Erde und es gibt die Engel im Himmel, es gibt die Engel auf der Erde. Vor meinem Fenster gehen manchmal, wenn ich etwas Wichtiges gepostet habe, geht einer, zwei, drei, vier, fünf, sechs Personen gehen an meinem Fenster vorbei, schweigend. Einer schaut vielleicht kurz rüber und dann weiß ich, sitze hier am Monitor und schreibe. Ich weiß, sie haben mitbekommen, was ich schreibe und sie wollen mir das zu verstehen geben, dass sie dieses achten oder respektieren, dadurch, dass sie kurz hier rüber schauen oder demonstrativ zum Boden schauen oder zur anderen Seite, dann weiß ich, es sind Menschen, Engel, Engel in Menschengestalt. Und man geht dann als Engel nicht ans Haus und klopft an und sagt, ich bin der Engel sowieso. Ja, es geschieht so viel mehr in dieser Welt. Und auch dieses ist die Wahrheit. Das habe ich mir nicht zurechtgesponnen. Also, wir sind von Engeln umgeben. Es gibt das, woran ihr nicht glaubt. Es gibt Wiedergeburt. Es gibt die Wiederverkörperung der Seele. Und darüber habe ich auch Videos gemacht. Die kann man sich mal anschauen. Ich werde hier ein Video verlinken, das heißt der kleine Esel. Da teile ich euch etwas mit, was die Wahrheit ist, was die wenigsten glauben, aber es ist die Wahrheit. Und wir leben in dieser Zeit der Veränderung.